Und zwei Wörter an diejenigen, die nur im Monat Ramadan fasten und nicht ihr Gebet verrichten. Erstmal sage ich euch, ihr seid unsere Geschwister. Denn wir gehören nicht zu der Sorte, die sofort eine Person vom Islam ausschließen, ohne dass wir dessen Umstände kennen und ohne dass wir ihn belehrt haben. Das ist eine Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a walhamdulillahi rabbil alamin. Ihr seid unsere Geschwister. Aber wir wollen euch trotzdem einen Ratschlag für Allah Azza wa Jalla geben. Ich stelle dir nur eine Frage. Nicht, dass du wegschaltest. Bitte schalte nicht weg, o Diener Allahs. Denn ich weiß, es könnte jetzt vielleicht in deinem Herzen kommen, jetzt will er mich fertig machen. Bei Allah, ich will dich nicht fertig machen. Und vielleicht bist du sogar tausendmal besser als ich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer Bescheidenheit geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wahrhaftig machen. Allahumma amin. Ist derjenige, der dir das Fasten befohlen hat. Wer ist das? Ich höre dich, Allah. Ist das nicht derselbe, der dir auch das Gebet befohlen hat? Warum sagt dir Allah Azza wa Jal 86 Mal im Koran? 86 Mal! Nicht zweimal, nicht fünfmal, nicht 50 Mal. 86 Mal im Koran bete. Er ist doch derselbe, o Diener Allahs. Und ich habe dir vielleicht zu viel versprochen. Ich wollte es nur bei diesem Satz belassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatu. Das erste, wonach ein Diener yawm al-qiyamah, die Überlieferung ist bei An-Nasa'i und bei anderen, das erste, wonach ein Diener yawm al-qiyamah befragt wird, ist sein Gebet. Wenn das Gebet gut war, sind auch seine anderen restlichen Taten gut außerhalb des Gebets. Und wenn sein Gebet schlecht war und man hat es ja nicht mal gebetet, das ist noch übler. Und wenn sein Gebet schlecht war, so sind seine anderen Taten, restlichen Taten schlecht. Das heißt, das Gebet ist der Maßstab. Wenn du ohne Gebet zu Allah zurückkehrst, willst du erwarten, dass Allah dein Fasten nimmt? Dass Allah dein Fasten annimmt? Das Gebet ist der Maßstab für die anderen übrigen Taten. Ist dein Gebet gut, dann wird erst nach den anderen Taten geschaut. Was aber, o Diener Allahs, wenn du gar kein Gebet hast? Was, wenn du gar kein Gebet hast? Daher, wie ich dir versprochen habe, ich rede nicht viel über das Thema. Nicht, dass du dich beleidigt fühlst, aber es ist eine Sache, über die du nachdenken solltest.